Wow, was für eine Partie wieder mal vom BSC. 5:1 gewonnen im Derby gegen FC Thun. Bei mir jetzt einer von den Torschützen. Sandro Lauper, die erste Halbzeit hat uns weggeblasen. Thun hat er weggeblasen. Hast du es erwartet? 4:0 zur Pause? Erwartet nicht. Aber man hat es gemerkt, nachdem, ja, wo die erste Chance schon rein ist, dass wir heute ja, auf dem Platz sind, dass wir unheimlich gut im Spiel sind. Und das haben wir ja, eindrucksvoll bewiesen. Du hast mit einer Dreierkette gespielt. Hast du das Gefühl gehabt, das war sicher problematisch? Man hat das Gefühl, die Zuteilung bei ihnen nicht immer ideal? Ja, sie haben Mühe gehabt, aber auch, ja, der Hauptgrund waren wir. Wir haben es unheimlich gut gemacht. Sie haben glaube ich, auch ein bisschen umgestellt gehabt, noch während der ersten Halbzeit, die zweite Halbzeit. Sie haben ja, alles probiert gehabt, aber es hat schlussendlich nichts genützt gegen uns. All die Treffer wunderschön mit dem linken Fuß. Viel besser kannst du fast nicht machen von dort. Ja, ich habe ihn relativ gut getroffen. Ja, schon bei Milov habe ich einen mit links gut getroffen und habe im Konditrainer am Freitag gesagt, dass ich heute mit dem linken gut getroffen bin. Und das ist dann tatsächlich so. Und nachher zweite Halbzeit hat man schon gemerkt, hat er ein paar Gänge abgeschaltet. Zuerst so der Flüchtigkeitsfehler, der zum Gegengoal führt. Aber immerhin noch mal einen gemacht. Aber ich glaube, das Niveau halten über 90 Minuten, so wie die ersten 20 gespielt, ist schwierig. Ja, ich glaube logisch, dass wir das nicht über 90 Minuten durchziehen können. Obwohl wir körperlich in der Top-Verfassung sind. Ja, es war gleich noch ärgerlich, wie wir das Go bekommen. Es hat, ja, hat uns alle ein bisschen genervt. Ja, glücklicherweise haben wir gleich noch einen gemacht, dass wir die zweite Halbzeit gleich noch ein bisschen ja, für Furore erreichen können. Jetzt geht es ja weiter, Mittwoch gegen Luzern und dann auswärts gegen Zürich. Basel, letzter Stand, den ich weiss, 1:1. Das heisst, wir könnten in einer Woche bereits den 13. Meistertitel sichern. Denkst du schon an das? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt am Mittwoch ist noch ein schwieriges Spiel. Wir haben es schon erlebt, jetzt die Rückrunde, dass es unheimlich schwierig ist gegen Luzern. Und ja, wenn es so ist, dass wir Meister sind, dann werden wir es den Vorzug genießen. Das wäre ja das erste Mal für dich mit dem BSC IB. Hast du schon ein bisschen daran gedacht, hast du schon ein bisschen vorgestellt, wie es könnte sein? Nein, aber ich habe noch ein paar Videos gesehen von letztjährigen Meisterfeier. Und ja, es macht grosse Lust, das zu erleben. Also Sandu, gratuliere zu dieser tollen Leistung und weiterhin Hopp IB. Merci, Hopp IB.